Ja, herzlich willkommen, meine kleinen Täubchen. Schon wieder ein neues Projekt. Ja, aber zufällig. Ich hatte heute im E-Mail-Postfach einen Key zu Solar Shifter X und da dachte ich mir, ja gut, okay, das Spiel erscheint offiziell erst am 11. September für den PC. Wenn du schon die Gelegenheit hast, das vorher anzuspielen, dann solltest du es auch machen. Daher sind wir jetzt mal hier drin. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein vollständiges Let's Play wird. Warum, das werdet ihr dann noch sehen. Das Spiel selber wurde von nur einer Person entwickelt. Das ist ganz bemerkenswert. Von Ed Tarsoli. Das ist der Mensch hinter Meridian New World, dem RTS-Game. Das hat er auch alleine entwickelt. Jetzt sein zweites Werk, wo er ganz alleine für alles zuständig war. Und schauen wir uns das mal an. Ja, das ist das Schiff. Darin nehmen wir Platz. Es ist ein, wie ihr jetzt an der Stelle ahnen könnt, ein Raumschiff-Shooter. Es ist nicht so ganz leicht. Geschichtlich geht es ein bisschen darum, dass die Menschheit die Erde verlassen hat. Dann haben sie Ärger mit einer übermächtigen Alienrasse bekommen, bekamen dabei ziemlich auf den Rüssel, fliehen jetzt, großes Chaos bricht aus. Und ja, wir sind einer dieser Menschen, die nur noch versuchen, mit heiler Haut davonzukommen. Dafür müssen wir möglichst viele Vorräte einsammeln. Die finden wir auch. Ja, wir können uns ein bisschen hin und her bewegen mit dem linken Stick. Wir spielen übrigens mit dem Xbox Gamepad. Mit A können wir schießen. Das müssen wir auch. Ah, das verkackt mich das Spiel schon. So, das genau, sind diese Vorratskisten, die gelten so ein bisschen als Spielwährung. Mit denen können wir dann nach den Missionen unser Schiff noch ein bisschen aufbessern, aufmotzen. Jetzt seht ihr das gerade, das ist eine Sache, die ist ganz interessant. Das ist ein bisschen Trial-and-Error-Prinzip. Man muss sich immer so stellen, wo man selber angreifen kann, aber nicht angegriffen wird. Das muss man ein bisschen herausfinden. Das macht das This is Spiel Alan nicht Vulcan so from the ganz Interface. leicht. Your signature doesn't match the Ja. RDF clan ships. Who are Lückchen hat you? hier irgendwie ein Problem damit, dass wir hier rumeiern. Ja. So, weg You're a mit dir. Vercon. Well, I'll take all the Er help mag I can uns get. nicht. Aid us in our fight and we'll upgrade your ship So. in return. Optisch sieht das Spiel ganz nett aus. Jetzt gerade auch hier dieser Sonneneffekt, der ist ganz schön. Klar, es ist jetzt keine High-End-Grafik. Wie sollte es auch bei einem Ein-Mann-Projekt möglich sein? Das ist so eine. So leben die Menschen übrigens in diesen etwas schmucklosen Hochhäusern, die sie da schnell hingezogen haben. Oh, die wehren sich. Schnell weg. So. Sieht jetzt erstmal ein bisschen unspektakulär aus. Das liegt auch nur daran, dass ich das Spiel schon ein paar Mal jetzt gespielt habe. Wir sind trotzdem ganz am Anfang. Ärgerlicherweise muss man immer seinen Spielstand neu starten. Und zwar komplett resetten und dann neu machen. Man kann nur einen Spielstand haben. Ich weiß nicht so ganz, was das soll, aber es ist zurzeit zumindest so. Das wäre etwas, was man könnte. So, jetzt zeigt es gerade an, dass wir X gedrückt halten. Sollen wir das tun, dann erscheinen diese roten Löcher. Mit denen können wir dann, wenn wir den rechten Stick dazu nehmen, so hin und her shiften. Deswegen heißt das Spiel auch Solar Shifter X. Ja, so, das können wir mal einsammeln hier. Ah, jetzt kriegen wir es aber. Jetzt kriegen wir richtig auf den Rüssel. So. Ja, Moment, das ist das Tutorial und wir sind schon fast tot. Das Spiel bleibt auch recht anspruchsvoll. Insbesondere, wenn man dann mal wieder vergisst zu shiften. Ja, jetzt haben wir übrigens etwas gemacht, was wir eigentlich laut Tutorial noch gar nicht können sollten. Oder auch gar nicht wissen. Wir können nämlich ganz einfach auch shiften, wenn wir nur den rechten Stick drücken. Wir brauchen gar nicht mit X hier X gedrückt halten. Scheiße. So. Der hat übrigens den Todesstrahl. Der schlägt den Todesstern aus Star Wars in Vernichtungskraft und noch um einiges. Eine Berührung und wir sind vollkommen im Keller. So, das ist ein bisschen Fallobst hier. Ja, schöne Formation sterben die auch. Bum, bum, bum. Na toll, jetzt haben wir die noch verpasst, wie unnötig. So, das ist die große Stadt. Ah. Das New York. Oh nein, das Big Mama Raumschiff. Oh. Geht ganz schön runter. Das Problem ist, ein Treffer von ihm mit seinem Megastrahl. Wir sind komplett in einem Eimer. Ja, und auch die Feuerkugeln, die rechts und links da loskommen, halten wir nicht wirklich durch. Wir haben auch nur eine Waffe.
Ja, unsere Feuerkraft ist also eher auf Pfadfinderniveau. Nein! Das ist natürlich noch ganz toll. Zwischen den beiden Todesstrahlen. So. Ja, das sah jetzt gut aus. 5 Minuten 53 für die erste Mission. Hervorragend. Und nicht einmal gestorben. Hey, hey. Das ist der Hangar, da bumst es ziemlich nebenbei. Jetzt können wir uns Zweitwaffe einbauen. Das machen wir auch direkt. Wir haben Auswahl aus genau einer. Die nehmen wir. So, next mission. Geht so weiter. Ja, jetzt haben wir Ärger mit dem Adas-Clan. Das ist ja irgend so ein Familienclan, der für Stress sorgt. Oder so ähnlich. Ich weiß es nicht genau, aber ich will es auch gar nicht genau wissen, darüber könnte ich mich nur aufregen. Deswegen kümmern wir uns lieber darum, den einfach vom Himmel zu holen, ohne wirklich zu wissen, was der für ein Problem mit uns hat. Wow. Ja, diese Formation, die muss man echt wirklich kennen. Das haben wir jetzt noch retten können. Oder man shiftet einfach, wenn man dran denkt, das zu tun, dann ist es noch besser. Jetzt haben wir einen Checkpoint erreicht, das ist schon mal sehr gut. Ihr müsst der Gegner Stelle geben, da bin ich vorhin ungelogen 7 Mal dran verreckt. Wir können also schon quasi mitzählen. Ich glaube, es kommt auch jetzt gleich. Ist ja schon beeindruckend, was so ein Entwickler allein auf die Beine stellen kann. Klar, die Hochhäuser sehen alle ein bisschen grau aus. Da fehlt natürlich jemand, der die Assets erstellt. Oh, jetzt genau, das ist die Stelle. Und damit die Hochhäuser nicht nur aussehen wie Tetris-Klötze, aber ansonsten, ich finde das schon echt gelungen. Kommt übrigens, ja wie gesagt, am 13., ne, am 11. September dann raus für den PC, nur digital, kostet, wird dann 13 Euro kosten. Für die Konsolen, zumindest die neueren, also PlayStation 4 und Xbox One, wird das Spiel Anfang 2016 erscheinen. Ich nehme an, auch dann nur digital. Weiß es zu, aber das ist nichts Genaues. Aber es würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. So, diese Stelle ist tricky. Die sieht jetzt relativ einfach aus, ist aber nicht. Okay, das ging jetzt ziemlich gut. Könnte eine schnelle Aufnahme werden. Okay, wir sind auch fast tot, also ich sollte den Mund nicht zu voll nehmen. Noch nicht. Oder besser gar nicht. Ja. Erfahrungsgemäß bekomme ich nämlich direkt in der Anschlussmission noch eins auf den Rüssel. Ja, dann nimmt das unser Leben. Das ist gut. Wir haben schon, oh, wir haben immerhin ein Drittel Leben, ja. Damit können wir hausieren gehen. So, was haben wir da? Sie sind ja zu zweit. So, der ist hinüber. Oh Gott. Eieiei. Hier bin ich immer gestorben, genau. Noch leben wir. Und wir sammeln sogar den Scheiß ein. Ja. Das war gut. Oh oh. Nein! Da ist es passiert. Ah, man darf sich hier nicht zu früh freuen. Der Adas-Clan hat uns vom Himmel geholt. Na, Prost Mahlzeit. Dabei brauchen wir die ganzen Kisten nicht. Wir könnten nämlich auch viel entspannter nur ausweichen. Man sammelt so viele Vorräte ein im Verlauf dieses Spiels und kann sich eh nicht viel davon kaufen. Außer halt hier mal ein bisschen mehr Feuerkraft, da mal ein bisschen mehr Feuerkraft und ja, das war es im Prinzip auch. Ja, sehr gut. Ja, 2-0 für den Adas-Clan. So, das lassen wir nicht auf uns sitzen. Da stecke ich auch viel zu sehr in der moralischen Notwendigkeit, das hier zu schaffen, als dass ich jetzt irgendwie ausmachen würde. Und wenn es die halbe Nacht dauert. Wobei ich das nicht hoffen will, ich muss mal wieder arbeiten. Oh. Das war nicht gut, das war sogar ziemlich schlecht. Noch leben wir. Wenn der Tod ist, kriegen wir auch ein bisschen Leben zurück. Ja.
Erstmal hält die Schusstaste, das ist hier die A-Taste eigentlich durchgehend gedrückt. Halt eh und in unglaublich viel Munition. Das macht aber gar nichts. Er schafft es. Aber war gut. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Wir stehen nämlich jetzt in einer Position, wo wir leben. Wir haben den Endgegner noch gar nicht gesehen. Wohlgemerkt, das ist das zweite Level. Da kommen noch ein paar. Oh. 3-0. Ja. Und da sind wir wieder. Hey. Ganz neue Gegnertypen. Sehen nur aus wie die anderen. Sie sind nicht dieselben. So, ja, stehen wir gut. Wir nehmen auch alle mit, das ist hervorragend. Ich glaube, es ist wirklich reines Trial and Error. Ausprobieren, wo kann ich stehen? Oder schweben oder fliegen, wie auch immer. Und noch gleichzeitig möglichst viele Gegner mitnehmen. Und keinen Kamikaze-Flug unternehmen. Das ist auch mal hilfreich. Den haben wir noch verpasst. So, den kriegen wir. Und volles Leben. Wir sind jetzt aktuell ziemlich gut dabei. Gut, volles Leben heißt, wir halten 3 Schuss aus. Ah, da habe ich auch 4 kleine. Gut. Die sind alle hinüber. Muss man aufpassen. Jetzt soll ich zu gierig werden. Die fiesen Fallen reinlaufen. Indie-Entwickler stehen gefühlt immer auf solche Fallen. So, das sieht nicht gut aus. Oh oh, da haben wir, nachdem wir gerade den Big Mama Raumschiff hatten, haben wir da jetzt den Papa. Der ist richtig böse. Der feuert nämlich auch noch zurück. Wenn ich nur einen Todesstrahl, sondern schießt aus allen Rohren. Und dass wir jetzt irgendwie 50% Leben abgezweigt haben, heißt gar nichts. Ah, so, weg. Aber man kann sich auch so schlecht drehen, nämlich gar nicht. Ah, sieht aber schon gut aus. Muss. So, oh. Ah, das war schlecht. Das war jetzt besser. So, nein. Warum kommt. Er hat dann fast nichts mehr. Ja! Ich will nicht sagen, das hat schon mal anders ausgesehen, aber dafür habe ich schon deutlich länger gebraucht. Ja, 2 Missionen geschafft und ich glaube auch eine annehmbare Zeit. Ich denke, das ist ein gutes Ergebnis erstmal. Wir machen hier noch weiter, und aber jetzt sage ich erstmal ciao, ciao. Achso, ansonsten, ja klar, Abo wäre toll, Like wäre toll, Kommentar wäre toll, Brieftaube wäre toll, Flaschenpost wäre auch nicht schlecht. Freut mich über alles und ja, dann sehen wir uns sehr zeitnah wieder. Ciao, ciao.